Das Weltbild der Igel von Peter Kurzeck. Ein Hörstück von Theater am Tisch. Sprecher Markus Schäfer. Musik und Produktion Willi Hähne. Mit freundlicher Genehmigung des Verlages Schöffling & Co. Erster Teil. Und wisst ihr noch, wie das ist? Wenn man sich als Kind an so einem Sommerabend bei offenen Fenstern in den Schlaf träumt, aber muss damit immer noch mal von vorn anfangen. Oft als Kind. Kennt ihr das auch? Statt einzuschlafen, musste ich abends oft lange an alles denken, was da ist. Und vor mir sehen, wie es leuchtet und lebt. Lang und lang in den Abend hinein. Bis man dann nicht mehr sagen kann, ob man noch wach ist oder schon gut aufgehoben, aber genauso fremd in einer anderen Welt. Und dann, sagte ich, noch später dann, im September. Oder ist schon Oktober? Vorher den ganzen Sommer in den Grasgärten und bei den Scheunen die Igel. Und jetzt haben die Straße überquert, die Chaussee, und ziehen den Hang hinauf. In der Dämmerung. Erst denkst du, einer. Dann siehst du eine ganze Familie. Und dann, wenn du weitergehst, sind es mindestens 3 oder 4 Igelfamilien, aber mit Abstand. Jede Familie für sich. Hat jede ihren eigenen Weg und würde sich auch von niemandem dreinreden lassen. Igel sind eigensinnig. Barfuß in Eschersheim in der Küche. Sibylle, Carina, Jürgen und Pascal. Noch beim Essen, ein Imbiss. Aber ich muss dabei hin und her. Dass du beim Essen nie sitzt, sagt mein Freund Jürgen zu mir. Doch, sagte ich, meistens schon. Manchmal 4 Stunden lang in bequemen Sesseln zum Mittag gegessen. Nur gerade jetzt kann ich nicht. Muss hier zwischen den Wänden herum. Und weiter den Herbst der Igel erzählen und dabei alles vor mir sehen. Die Lollerer Igel aus meiner Kindheit. Aber ich muss immer weiter von ihnen sprechen. Man wird sie anders nicht los. Die Igel den Hang hinauf, sagte ich. Nur ein paar hundert Meter von der Chaussee bis an den Waldrand und auch nicht besonders steil. Aber die Igel nehmen sich dafür jedes Mal 6 bis 8 Wochen Zeit. Unten an der Chaussee noch Spätsommer, Altweibersommer. Als ob man in der Sonne den Atem anhält, solche Mittage. Und wenn sie an den Waldrand kommen, wartet der Winter schon. Und dazwischen ein langer, nahrhafter Herbst für die Igel. Schnecken, Mäuse, Insekten. Die Schnecken mit Holunder, Holunderbrei. Zu den Mäusen Wacholderbeeren. Bei den Insekten öfter welche dabei, deren Namen sie nicht wissen, aber schmackhaft und gut. Äpfel, Birnen und Pflaumen im Gras, süß und faul. Herbstliche Krautgärten voller Käfer, Larven, Würmer, Schnecken und Herbstgemüse. Morgen- und Abendtau, wilder Kümmel. Kräuter, Pilze und vergorene Sommerbeeren für ihre Andachten. Und jetzt sind sie satt und ein bisschen angetrunken. Das ist ihnen die heilige Stimmung. Und jetzt fällt ihnen wieder ein, dass sie an die Unsterblichkeit glauben wollten. Oder wenigstens an die ewige Wiederkehr. Auch vergessene Walderdbeeren, wenn man sie findet. Haselnüsse, die jede Nacht der Wind herunterschmeißt. Aber wer soll den Igeln die Haselnüsse aufmachen? Mittags manchmal Kinderstimmen in den Schlaf der Igel hinein. Wenn die Igel aufwachen, ist schon wieder Abend.
und sie brauchen eine Weile, bis ihnen alles wieder einfällt. Das Weltbild der Igel. Wieder Abend. Und in der Dämmerung noch die letzten Kartoffelfeuerchen unten am Hang und zum Dorf hin und in den Wiesen auf der anderen Seite der Chaussee. Auf dem Bahndamm ein Zug. Morgens und abends, sagte ich, lecken die Igel den Tau von den Gräsern und Kräutern, weil sie wissen, dass er aus dem Himmel kommt. Und weil die Igel vor ihnen, die früheren Igel, das auch schon immer so gemacht haben. Noch kein Mond. Kühl der Wind. Kommt vom Fluss herauf, von der Lahn. Alles rauscht, weht, fängt zu flüstern an. Und die Igeln im Dunkeln weiter bergauf. Dann das Schwimmbad. Weiter oben am Hang, am Waldrand. Waldschwimmbad Lolla. Erbaut 1954. Was das kostet, sagen die Leute und müssen die Köpfe schütteln. Besonders die Alten, also die Alten von 1954, die sind ungefähr Jahrgang 1875 oder 1880, was allein nur der Zaun kostet. Und das Kassenhäuschen am Eingang. Und die Frau, die da jeden Tag drin sitzt und dafür von der Gemeinde bezahlt wird und dann später auch noch eine Rente. Und das teure Wasser und so ein Lautsprecher und der viele elektrische Strom. Und alles nur bloß zum Zeitvertreib, also zum Vergnügen, also für die Faulenzer, also hauptsächlich für die Kinder. Also unnötig. Aber jetzt ist es da. Jeden Tag. Kostet Eintritt. Ist neu. Glänzt und räkelt sich auf dem Hang. Zwei oder drei Becken. Sogar ein Sprungturm und ein Schwimmbadcafé mit Terrasse. Den ganzen Sommer Kinder im Schwimmbad. Die Lehrer sind auch dafür. Und die Leute aus Lolla und aus den Nachbardörfern gewöhnen sich daran. Wenigstens die, die ab 1900 geboren sind. Und können schnell die Lahn und die Lumda und ihre zahlreichen lebendigen Nebenflüsschen und Bäche und Bächlein und Rinnsale vergessen und abschreiben. Ein Verrat. Kaffee und Kuchen im Schwimmbadcafé. Eis und Cola und Bier und Bockwurst. Hawaii-Toast und Schnitzel mit Kartoffelsalat. Drei Sorten Schweineschnitzel und halbe Hähnchen vom Grill. Gut, reichlich, preiswert. Große Terrasse und Extrasaal für Vereins- und Familienfeiern. Hawaii-Toast, sagte ich, gab es in Deutschland schon eher als Pizza. Auch deutsche Hawaii-Lieder, die besonders im Sommer im Schwimmbad gut passen. Und schon bald feiern viele Lollerer ihre Familienfeste im Schwimmbad, im Schwimmbadcafé. Wenigstens von Mai bis September. Den Igeln, sagte ich, ist das Schwimmbad egal. Sowieso im Herbst, wenn sie hinkommen, ist es meistens schon zu. Die ersten paar Jahre wundern sie sich über den Zaun. Maschendraht mit Metallpfosten. Sie wundern sich jedes Jahr wieder. Die ersten Jahre zumindest. Aber können gut unten durch. Schimpfend vielleicht. Aber schimpfen mehr pro forma. Erst wundern sie sich über den Zaun. Und dann wundern sie sich, wie kurz und wie glatt im Schwimmbad das Gras ist. Aber auch hier gibt es Hecken und Bäume. Und Nachttau und Morgentau und Heuschrecken, Würmer und Schnecken in Mengen. Mäuse auch. Sind bei den Bauarbeiten weg, aber inzwischen fast alle wieder zurück. Die Igel durchs Schwimmbad bergauf. Manche Jahre das Wasser noch in den Schwimmbecken, sagte ich. Rechteckig. Und vor Tag im ersten Licht sehen die Igel das blaue, reglose Wasser. Glatt. Ausgekühlt. Herbstwasser, als hätte es eine Haut. Der Sprungturm steht da, als ob er friert und gleich weggehen will, aber kann sich noch nicht entscheiden. Schon die Morgenvögel,
und kümmern sich um die Krümel eines ganzen langen Schwimmbadsommers. Wo ist der hin? Das sehen die Igel alles an, sagte ich, und nehmen es mit in den Schlaf. Und alle paar Jahre vielleicht ein so warmer, sonniger Herbst, dass das Schwimmbad noch im Betrieb ist, wenn die Igel kommen. Aber das stört sie auch nicht. Suchen sich morgens ihren Schlafplatz ein bisschen mehr abseits. Wieder die Kinderstimmen in ihren Schlaf hinein. Kinderstimmen und Hawaii-Lieder. Und wenn sie abends aufwachen, sind die Letzten gerade am Gehen. Seit ewigen Zeiten, sagte ich, wissen die oberhessischen Igel, dass sie nützlich sind und ihnen deshalb hier bei uns in der Gegend keiner was tut. Ein paar von den Igeln, eine Minderheit, die schon immer als eigenbrötlerisch galt, aber Eigenbrötler sind sie ja eigentlich alle. Ein paar also nicht durch das Schwimmbad, sondern rechts dran vorbei, mehr zum Hangelstein hin, das ist da der zweite Berg. Behaupten, dass sie auch vorher schon immer da entlang. Kann gut sein, weil viele Igelfamilien, sagte ich, Gruppen und Einzelgänger eh und je ihre eigenen Wege hatten. Dort kommt der Wald bis an die Chaussee heran. Sie könnten also gleich dort bleiben. Aber vielleicht vor 5.000 oder 6.000 Jahren einmal ein gewaltiges Hochwasser und ist bis dorthin gekommen und hat sie aus ihrem Winterschlaf vertrieben. Und deshalb ziehen auch diese Igel, die im Herbst immer dort am südlichen Hang sind, dann auf den Winter zu, weiter bergauf. Und noch ein paar von den Igeln, wieder andere Eigenbrötler, aber diese der Welt eher zugewandt. Forscher, Romantiker, Abenteurer, beharrlich vor dem Schwimmbad außen am Zaun entlang. Und weil es die Vorderseite des Schwimmbades ist, den Zaun schnell wieder weg und eine weiße Mauer hin. Adrett, eine weiße Mauer mit einem Zierdach aus roten Ziegeln drauf. Und weiter oben ein paar Fahrradständer und der Eingang mit Drehkreuz und Kassenhäuschen. Jetzt zu. An der Mauer Hecken und Ziersträucher mit roten und blauen und gelben Beeren. Winterfest. Eine Neuzüchtung für öffentliche Bauprojekte. Und die Igel fressen auch diese Beeren. Auch genug Mäuse, Würmer und Schnecken. Aber hauptsächlich gehen die Igel da, weil sie auf diesem Weg Kindern begegnen. Kinder auf dem Schulweg und Kinder ins Schwimmbad und auf den Sportplatz und in den Wald und am Abend heim. Schon zu spät dran. Und die Kinder stehen in der Dämmerung bei den Igeln und geben ihnen Namen und Äpfel und Stücke von ihrem Wurstbrot und Käse und Butterkeks, spucken ihnen auch vorgekautes Essen hin. Und die Igel stehen vor den Kindern und staunen. Was es alles gibt? Haben kein bisschen Angst, wollen sich gern alles merken, den Wind und die Dämmerung und wie sie hier im Wind in der Dämmerung vor den Kindern stehen und die Schuhe und die Stimmen der Kinder. Die Namen, die ihnen die Kinder geben, und die Namen der Kinder, und das ganze verschiedene Essen, für das die Igel weder Namen noch Beispiele haben. Jetzt sind auch noch Kinder mit Fahrrädern dazugekommen. Unbeleuchtete Fahrräder. Und in weiter Ferne eine Straßenlampe an einem Draht, der an einem Telegrafenmast befestigt ist. Ein Kind rennt über die Straße, ein Hund bellt. Die Igel, erregt von all diesen Eindrücken, spüren alles, was zu diesem Moment gehört, bis unter die Haut. Feuchte Augen, ihre Stacheln zittern. Ihnen ist heiß und kalt, eine Igelgänsehaut. Sie merken, sie können sich das wieder nicht alles merken. Aber vielleicht diesmal wenigstens schaffen sie es, dass sie es beim nächsten Mal. Aber was für ein nächstes Mal soll das sein? Im nächsten Leben also, dass sie es dann alles wiedererkennen und sich selbst auch. Ein Herbstabend hier am Hang. Gleich die Nacht.
Die Igel wollen die ganze Nacht wach bleiben. Und die Kinder sollten alle schon längst daheim sein.